2 wollen durch die Zeit reisen und das wollen wir auch. Nein, wollen wir natürlich nicht, aber wir wollen, dass unsere neuronalen Netze das tun. Nicht wirklich durch die Zeit reisen, aber zumindest mal die Zeit kennenlernen. Denn was wir bisher haben als neuronale Netze, sind ja nur so Dinger, die können Muster erkennen, Bilder richtig zuordnen. Aber unser Gehirn, wenn man mal wieder von der Biologie ausgeht, unser Gehirn, das kennt ja das Konzept Zeit. Das heißt, während Sie jetzt hier zuschauen, vergeht ja die Zeit. Und Sie sehen die ganze Zeit etwas, während Sie zuschauen, und Ihr Gehirn merkt sich manche Dinge, es vergisst andere Dinge. Und je nachdem, was es sich merkt, was es vergisst, woran es sich vielleicht wieder erinnert, entsteht irgendeine hoffentlich bleibende Erinnerung bei Ihnen. Das heißt, die Tatsache, dass die Zeit vergeht, die ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und wir wollen mal sehen, ob wir es schaffen, das in unsere neuronalen Netze vielleicht doch noch reinzubekommen. Der Trick heißt RNN, Recurrent Neural Networks. Das heißt, neuronale Netze, die sich der Zeit bewusst sind, die wissen, was vorher war, die sich erinnern können an die Vergangenheit. Die sind ein bisschen tricky, aber wenn man sie mal verstanden hat, gar nicht so schwierig, und vor allem sind sie verblüffend gut und man kann verblüffend gut mit ihnen arbeiten. Deshalb geht es jetzt um die RNNs. Bevor wir allerdings anfangen, muss ich Ihnen ganz kurz noch etwas erzählen zum Thema Regression. Denn bisher haben wir unsere Netze ja hauptsächlich verwendet, um Klassifizierungsprobleme zu lösen. Das heißt, wir haben versucht, Klassenzugehörigkeiten von irgendwelchen Mustern festzustellen. Wenn wir uns mit Zeitreihen beschäftigen, dann haben wir ganz oft den Fall, wie zum Beispiel hier bei dieser Fieberkurve eines Patienten, dass eben zu verschiedenen Zeitpunkten ein Messwert gemessen wird. Und dieser Messwert, der ist hier aufgetragen, und ein neuronales Netz soll jetzt zum Beispiel hergehen und den Verlauf dieser Kurve in der Zukunft vorhersagen. Das ist kein Klassifizierungsproblem mehr, sondern wir müssen jetzt den skalaren Wert einer Temperatur richtig vorhersagen können. Das ist nicht allzu schwierig, weil unsere Output-Neurone, die liefern ja kein 1,0-Output, die liefern ja einen skalaren Output, und den können wir natürlich verwenden. Das heißt, die künstlichen neuronalen Netze sehen ein bisschen anders aus, eigentlich nur der Output-Layer sieht ein bisschen anders aus. Sonst ist alles gleich. Ja, wenn wir einen Wert, eine Temperatur, Körperfiebertemperatur zum Beispiel, oder Aktienkurs an der Börse oder Temperatur draußen vor der Haustür, um ein Klimamodell zu bauen, also wenn wir einen Wert vorhersagen wollen, brauchen wir tatsächlich auch nur ein einziges Output-Neuron. Egal wie groß das neuronale Netz davor ist, uns genügt ein Output-Neuron. Und der zweite Unterschied ist, es macht für ein Regressionsproblem relativ wenig Sinn, die Kreuzentropie als Loss-Funktion zu verwenden, weil die versucht ja zu skalieren auf 1 oder 0, also die Ergebnisse Richtung 1 oder 0 zu drücken, sondern hier sollte man das irgendwie anders machen. Das heißt, normalerweise verwendet man in so einem Fall als Aktivierungsfunktion für die Output-Neurone einfach die Identität, also gar keine, sodass die Aktivierung, die hier reinkommt, einfach auch direkt unseren skalaren Output-Wert gibt. Und als Loss-Funktion können wir dann auch gar nicht mehr die Kreuzentropie benutzen, weil die Werte, weil der Zahlenbereich größer ist, nicht mehr zwischen 0 und 1, sondern beliebige Werte annehmen kann. Das heißt, als Loss-Funktion verwenden wir dann hier einfach den Square-Loss, den mittleren quadratischen Fehler, auch ganz einfach. Ja, also Unterschied: erstens ein Output-Neuron, zweitens keine Aktivierungsfunktion, haben wir meistens sowieso nicht, drittens Loss-Funktion, Square-Loss, und damit haben wir es auch schon. Als Teaching-Input geben wir dann einfach zum Beispiel die Körpertemperatur mit rein oder den Kurs einer Aktie oder was auch immer. Fast, fast. Eine Kleinigkeit müssen wir noch beachten, nämlich die Skalierung. Wir haben nämlich ein Problem bei der Sache. Ich nehme mal die Daten hier. Ja, nur ich komme nachher noch näher auf die Folie, nur mal um den Plot hier zu haben. Das sind die mittlere Jahrestemperaturen gemessen auf der Zugspitze, ja, Deutschlands höchster Berg, da oben ist auch Deutschlands höchste meteorologische Station und da wird seit vielen Jahren da Klimaforschung betrieben dort oben und da werden die Temperaturen gemessen. Wenn man hier einfach mal anschaut, wie im Laufe der Zeit die mittleren Jahrestemperaturen sich so verhalten, dann sieht man ja, das geht rauf und runter, schwankt ziemlich und geht aber insgesamt in der Tendenz nach oben. Das heißt, wenn wir jetzt hergehen und unser neuronales Netz füttern, irgendwie mit diesen Werten, als Zielgröße, als Teaching Input immer die Temperatur zum Beispiel vom nächsten Jahr vorgeben, dann geht es vielleicht eine Zeit lang ganz gut, aber wenn wir das Modell dann anwenden wollen, um tatsächlich die Zukunft vorherzusagen. Also wir nehmen dann Messdaten von nächstem Jahr und wollen übernächstes Jahr vorhersagen zum Beispiel, dann liegen die Temperaturen ja vielleicht da oben. Das heißt, die Werte, die unser neuronales Netz vorhersagen muss, die sind größer als alles, was irgendwann jemals im Trainingsdatensatz drin war. Und das geht natürlich nicht. Ja, unser neuronales Netz ist ein Streber, der lernt auswendig, was er sieht. Und er wird nie in der Lage sein, was vorherzusagen, was in seinem Trainingsdatensatz nicht drin war. Das ist etwas, was Sie sich sowieso immer hinter die Ohren schreiben müssen. Ja, das Ziel von unseren Projekten ist besteht fast immer darin, Dinge vorherzusagen, die irgendwann in der Zukunft liegen. Daten, die Sie noch nicht kennen. Unser neuronales Netz soll später in der Anwendung etwas vorhersagen können oder Daten verarbeiten können, die Sie jetzt noch gar nicht haben. Es macht also überhaupt keinen Sinn, das neuronale Netz extrem auf die Trainingsdaten zu fitten, zu overfitten. Es macht auch keinen Sinn, das neuronale Netz zu optimieren auf die Validierungsdaten, weil auch die Validierungsdaten sind nicht die Daten, die Sie nächstes Jahr haben werden. Das ist auch nur ein Datensatz, den es jetzt schon gibt. Ja? Und in dem Fall könnten Sie vielleicht so den letzten Teil hier als Validierung nehmen. Aber auch das sind nicht die Daten, die Sie nächstes Jahr haben werden, weil die da oben liegen. Ja, oder in 10 Jahren werden die da oben liegen. Und nicht mehr so sein. Das heißt, immer daran denken, wir müssen mit unserem neuronalen Netz nicht die Validierungsdaten oder die Trainingsdaten vorhersagen, sondern unbekannte Daten. Und dann kann man sich schon überlegen, oder muss man sich schon überlegen, wie sehen denn die aus? Wenn Sie sagen können, ja, die sehen sicher genauso aus, ja, die Temperatur bleibt gleich und das ist immer wunderbar. Wenn es so ein Fall ist, dann sehen Sie eindeutig, die steigen, also die sehen in 10 Jahren anders aus und dann wird Ihr neuronales Netz versagen. Ist aber nicht allzu schwierig, man kann mit ein bisschen Preprocessing, mit ein bisschen Nachdenken vielleicht die Daten so transformieren, dass es wieder passt. Und das probate, einfache Mittel ist einfach, wir machen eine Skalierung der Daten, eine Normalisierung der Daten. Das heißt, wir schieben den Mittelwert der Daten zum Beispiel auf 0, kann noch die Varianz der Daten vielleicht auch gleich begrenzen, dass die Zahlen nicht unendlich weit streuen. Und dann können wir dafür sorgen, dass unser Input zum Beispiel immer um 0 rumstreut, der Mittelwert unserer Inputs immer 0 ist und dann sagt das neuronale Netz irgendwas voraus, letzten Endes sagt es nur voraus, ist denn die Temperatur nächstes Jahr größer oder ist sie kleiner? Ja, und wenn das Ergebnis ist, die Temperatur ist nächstes Jahr 5 Grad höher als dieses Jahr, dann ist das 5 Grad höher. Und das gilt heute, das gilt gestern, das gilt vor 10 Jahren und das gilt auch noch in 20 Jahren. Die Temperatur nächstes Jahr soll 5 Grad höher sein als dieses Jahr. Damit haben Sie diesen Drift, der in den Daten drin ist, rausgerechnet, indem Sie immer schön brav skalieren. Also das hier nochmal angewendet oder nochmal explizit gemacht. Das ist der Sinn der Skalierung der Daten. Also hat mehrere Gründe. Ja. Erster, wichtigster Grund, den wir bisher immer auch schon besprochen haben, ist der Zahlenbereich, der Wertebereich, mit dem unsere neuronalen Netze rechnen. Der sollte irgendwie zwischen plus und minus 1 liegen, sonst fliegen uns am Ende einfach die Zahlenwerte im Zweifel um die Ohren und dann funktioniert es nicht mehr. Aber der zweite und ganz wichtige Grund ist eben hier auch, die Skalierung kann dazu dienen, dass wir unseren Trainingsdatensatz gleich machen zu den Daten, die wir später in der echten Anwendung bekommen. Und ohne Skalierung kann es nicht funktionieren in so einem Fall. Okay, jetzt gehen wir da mal hin zu unseren Klimadaten von der Zugspitze und sagen, wie könnte man denn das machen? Wie könnte man ein neuronales Netz bauen, das uns die Temperatur, die mittlere Jahrestemperatur vom nächsten Jahr richtig vorhersagt? Ich habe drüber geschrieben, Zeitreihen für Arme, weil so kann man das machen und es funktioniert. Ja, was ist, wenn Sie kurz nachdenken, ja, mit dem, was wir bisher wissen, ja, ich könnte ja einfach hergehen und nehmen zum Beispiel die Temperaturen hier der letzten 5 Jahre, ja, 1, 2, 3, 4, 5, nehme diese 5 Werte als Input, um, wo sind wir da, die Temperatur vom nächsten Jahr dann vorherzusagen. Ja, also Teaching Input ist immer die Temperatur im nächsten Jahr und das eigentliche Sample, der eigentliche Input sind die Temperaturen der letzten 5 Jahre. Und das kann ich jetzt Jahr für Jahr nach vorne schieben, bekomme für jedes Jahr meine 5 alten Werte und mein Teaching Input, kann das neuronale Netz trainieren. Das funktioniert. Ja, wunderbar. Also das ist die billige Methode, wie man solche Zeitabhängigkeiten problemlos, ganz einfach mit dem, was Sie jetzt schon können, modellieren kann. Allerdings ist es natürlich nicht so ganz richtig, ja, oder zumindest nicht so ganz, vielleicht nicht so ganz optimal. Denn wenn wir mal wieder zurückdenken, künstliche neuronale Netze sind ja immer noch neuronale Netze, das heißt, wir dürfen die Biologie hier bei uns hier oben drin, die dürfen wir nicht ganz aus dem Kopf verlieren. Was ist mit dieser Biologie? Wie funktioniert unser Gehirn? Und unser Gehirn, das kennt irgendwie die Zeit. Ja, weil wenn ich Ihnen jetzt hier was erkläre, wenn Sie das Video anschauen, dann läuft ja währenddessen die Zeit. Das heißt, Ihr Gehirn bekommt einen Input, dann läuft die Zeit weiter, dann bekommt es wieder einen Input, dann läuft die Zeit weiter, dann bekommt es wieder einen Input. Und irgendwie manche Dinge vergisst es, manche Dinge merkt sich's. Und am Ende lernen Sie hoffentlich genau das, was Sie lernen sollen. Und das spielt eine Rolle, wie das hintereinander kommt. Unsere normalen neuronalen Netze, die Perzeptrone, die 10Ns, die wir angeschaut haben, die kennen sowas gar nicht. Ja, wir füttern ein Muster rein und dann werden alle Aktivierungen im neuronalen Netz über alle Schichten komplett neu berechnet. Die Gewichte überleben bis zum nächsten Zeitschritt, aber die Aktivierungen überleben komplett nicht. Die werden einfach völlig neu berechnet. Das heißt, unser künstliches neuronales Netz hat bisher überhaupt keinerlei Erinnerung. Ja, es vergisst, im nächsten Trainingsschritt vergisst es im Prinzip alles wieder, was es vorher an Aktivierung hatte. Und genau das ist anders als das, was bei uns im Gehirn stattfindet. Ja, bei uns im Gehirn muss irgendwie das Gehirn sich das ja merken, was da war, damit es solche zeitabhängigen Muster vielleicht auch erkennen kann. Jetzt ist die Frage, wie können wir sowas in ein neuronales Netz bauen? Die Idee, wie man sowas lösen kann, die stammt von Marv Minsky. Und zwar hat er vorgeschlagen, ein Verfahren, das nennt sich Backpropagation Through Time, BPTT. Und das einfachste Beispiel, oder ein einfaches Beispiel habe ich Ihnen hier mal aufgemalt. Wir haben 2 Neuronen, 1, 2, und die aktivieren sich gegenseitig und jedes aktiviert sich aber auch noch selbst. Ja, das ist also richtig schön rekurrent. Ja, alles aktiviert sich einfach so gegenseitig. Und das Einzige, was hier passiert, ist, dass mit der Zeit sich das verändert. Und wenn man jetzt mal versucht zu beschreiben, wie das aussieht, in der Zeit, wie die Entwicklung in der Zeit ist, dann kann man das auseinandermalen. Man sagt aufrollen, unrolling. Wir machen ein Unrolling des neuronalen Netzes. Wir rollen es über die Zeit auf und das sieht dann folgendermaßen aus. Hier haben wir wieder unsere beiden Neuronen, Neuron 1 und Neuron 2. Und ich habe jetzt hier die Zeitschritte nebeneinander gemalt. Ja? Das heißt, aus dem Neuron 1 wird wieder das Neuron 1, aber im nächsten Zeitschritt. Und wieder das Neuron 1 im nächsten Zeitschritt. Die ganzen rekurrenten Aktivierungen, die wir drin hatten, die sind in der Darstellung alle weg. Ja, weil die gehen ja nicht zurück auf den gleichen Zeitschritt, die gehen ja immer weiter auf den nächsten Zeitschritt. Die hüpfen einfach immer weiter. Das sieht jetzt aus wie ein wunderschönes, ganz normales neuronales Netz. Es ist nur umgeklappt. Ja? Wenn wir das aufrecht stellen würden, zack, dann kann man von oben nach unten vorwärts propagieren. Wir können Backpropagation machen, wir können trainieren, wir können alles machen. Es ist ein stinknormales neuronales Netz geworden. Wunderbar, das war die geniale Idee von Marv Minsky. Ein bisschen skurril ist es allerdings natürlich trotzdem, denn das sind ja keine Layer aus unterschiedlichen Neuronen, sondern wir haben hier nur zwei Neuronen, mehr haben wir nicht. Es ist immer dasselbe Neuron, nur zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Und dasselbe gilt für die Gewichte. Wir haben nur diese 4 Gewichte, 1, 2, 3, 4. Und alle, die hier nebeneinander stehen, das ist immer wieder dasselbe Gewicht. Das heißt, wenn ich nachher mal dieses Gewicht hier zum Beispiel, dieses W21 im letzten Zeitschritt, wenn ich das trainiere, dann trainiere ich gleichzeitig auch das nächste und gleichzeitig auch das nächste und gleichzeitig auch das nächste. Weil das alles ja ein und dieselben Gewichte sind. Also da muss man bei der Implementierung aufpassen. Aber im Prinzip können wir es ganz normal trainieren und eben Backpropagation Through Time nennt sich das, aufgerollt. Ein Problem, da werden wir nachher noch öfters drauf zurückkommen, weil das wird uns beschäftigen müssen, ist, wenn man so eine Zeitreihe auf diese Art und Weise aufrollt, dann wird das natürlich eventuell relativ lang. Ja, es kann durchaus sein, dass wir hier 10, 20, 50, 100, 500 Zeitschritte haben, die uns interessieren. Dann heißt das natürlich, dass wir in Backpropagation 500 Schichten bekommen, durch die wir Backpropagation machen müssen. Das heißt, durch dieses Unrolling in der Zeit werden meine neuronalen Netze automatisch sehr tief, was ein Problem ist und was natürlich die Geschichte limitiert. Denn wieder, wie immer, bekommen wir hier das Problem mit Vanishing und Exploding Gradients und das können wir so schlicht nicht lösen. Ja? Aber zumindest prinzipiell ist es auf diese Art und Weise sehr, sehr schön machbar. Ja, ich habe Ihnen hier nochmal das Bildchen aufgemalt in der Darstellung, die überall im Internet kursiert. Ich komme nachher auch nochmal genauer darauf zurück, damit Sie verstehen, wenn diese Bilder sehen Sie überall und damit Sie verstehen, wie diese Bilder gemeint sind. Also das erste ist, das ist wieder eine Google-Darstellung, ja? Das heißt, das neuronale Netz fängt von unten an und geht nach oben. Muss man halt mal so um und mal so umdenken. Und das zweite ist, das ist wieder das Unrolling dargestellt. Also wir haben eine Unit, die ist ja einfach als A bezeichnet mit einer Aktivierung, die mit sich selbst verbunden ist über die Zeit, also eine rekurrente Verbindung. Und das rollen wir jetzt auf und machen aus dieser im Kreis rum Verbindung, aus der Rekurrenten, machen wir einfach eine, die geradeaus weitergeht. Sodass wir wieder quasi aufgestellt ein ganz normales neuronales Netz hätten, durch das wir mit Backpropagation durchtrainieren können. Ich habe hier ein schönes Beispiel gefunden für so eine Struktur, für so eine Netzwerktopologie, und zwar ein Datensatz, der besteht aus Nachnamen. Da gibt es insgesamt 18 Dateien mit jeweils mehreren 1000 Nachnamen drin und jede Datei enthält Namen aus einer anderen Sprache. Ja, also gibt es eine deutsche Datei, German oder Arabic oder Italien und dann kommen die ganzen Namen da einfach drin. Und die Frage ist jetzt, also Spracherkennung oder auch Lesen ist ja genau so ein Fall, in dem bei dem die Zeit eine wichtige Rolle spielt. Wir lesen den ersten Buchstaben, dann den zweiten, dann den dritten, dann den vierten und irgendwie die Art der Reihenfolge, wie die nacheinander kommen, die bestimmt, was das eigentlich ist und was das bedeutet. Also Schriftlesen ist genau so ein Beispiel, was man vielleicht mit so einem neuronalen Netz vom Typ Jordan oder Elman, ich sage meistens Jordan-Netze, weil das war der erste, der so eine Idee hatte, auch wenn die Topologie, die wir nachher anschauen, weder exakt ein Jordan noch exakt ein Elman-Netz ist. Einfach ein RNN, ein rekurrentes, günstiges neuronales Netz. Okay, das sind unsere Daten. Was machen wir mit den Daten? Gar nichts, weil ich nicht weiterklicken kann. Aber jetzt machen wir gleich so. Okay. Wir nehmen einen Namen hier, zum Beispiel einen italienischen, füttern den ersten Buchstaben in unser neuronales Netz. Ja, das soll italienisch sein. Dann füttern wir den zweiten Buchstaben. Dann füttern wir den dritten Buchstaben. Dann den vierten und so weiter und so weiter. So lange, bis wir alle Buchstaben durch unser neuronales Netz geschickt haben. Und dann sagen wir, ja, das ist alles italienisch. Und jetzt müssen wir Backpropagation machen. Jetzt müssen wir zurückgehen und müssen per BBTT, Backpropagation Through Time, die ganzen Gewichte, die es hier gab, Sie wissen, das ist alles dasselbe Gewicht, ja, weil es ist immer nur ein Pfad, den wir hier gehen, also ein Buchstabe, ein Gewicht, eine RNN-Unit, wir werden nachher mehrere RNN-Units brauchen, damit es funktioniert, logischerweise, aber immer dasselbe Gewicht und das wird dann trainiert. Als erstes, bevor wir loslegen, müssen wir uns natürlich überlegen, in welcher Form wir unsere Buchstaben überhaupt dem neuronalen Netz verfüttern können. Also sprich, wir müssen jeden Buchstaben so codieren, dass unser Input-Layer die auch verstehen kann. Chars versteht er natürlich nicht. ASCII-Codes könnte ich ihm verständlich machen, indem ich einfach eine Aktivierung zwischen 0 und 256 als Zahlenwert reingebe. Aber das ist natürlich nicht besonders gut, weil haben wir wieder das Problem, A hat zum Beispiel den ASCII-Code 65, B hat dann 66. Das sind sehr ähnliche Werte, die sind praktisch gleich. Wohingegen 80 dann ein anderer Buchstabe ein sehr anderer Wert ist und sehr unähnlich ist. Und das hat nichts mit der Ähnlichkeit der Wertigkeit dieser Buchstaben zu tun. Das heißt, der ASCII-Code als Codierung ist zwar technisch machbar, sagt inhaltlich aber gar nichts darüber aus, wie die Ähnlichkeiten zwischen den Buchstaben tatsächlich sind. Die einfachste Möglichkeit, eine Codierung zu machen, bei der jeder Buchstabe einen eindeutigen Code bekommt und alle Codes gleich unterschiedlich sind, also jeder Buchstabe gleich ähnlich oder gleich unähnlich zu jedem anderen ist, ist natürlich die berühmte One-Hot-Codierung. Das lesen Sie auch überall und hören Sie auch überall. Wenn du sowas hast, dann nimm One-Hot-Codierung. Nun, Sie kennen mich ja schon und ich sage immer, wenn dir jemand sagt, benutze One-Hot-Codierung, dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee. Wir schauen es uns mal ein bisschen genauer an. Also zunächst mal, die One-Hot-Codierung zu erzeugen, ist nicht schwierig. Da gibt es auch Helferlein-Funktionen überall dafür. Wenn wir 26 Buchstaben haben oder 52 Buchstaben Groß- und Kleinschreibung, dann machen wir halt den Vektor aus 52 Nullen und an einer Stelle steht eine 1. Ja, das kann man jetzt sagen, ist natürlich nicht besonders effizient gespeichert, richtig, aber es ist so gespeichert, dass das neuronale Netz das Richtige versteht. Und dass das Ding ein bisschen breiter ist, stört eigentlich den Input-Layer nicht. Die Information ist natürlich brutal verdünnt, weil ich einen riesigen Vektor habe mit einer 1 drin. Aber das kann man auch wieder ändern. Und zwar kann man ja ein Embedding machen. Das heißt, man könnte versuchen, kann ich vielleicht meine Buchstaben in einen schmaleren Vektor speichern, nur 10 breit oder nur 15 breit oder 16 breit, vielleicht auch nur 5 breit, auf eine Art und Weise, dass die wichtigen Unterschiede zwischen den Buchstaben alle noch richtig repräsentiert sind. Überlegen kann man sich sowas nicht, aber wir haben ja ein neuronales Netz. Wir könnten ja unser neuronales Netz quasi bitten, finde mir doch eine kürzere, kompaktere Repräsentation meiner Buchstaben, die aber alle Informationen enthält, die du brauchst. Ja, das ist genau das, was unser neuronales Netz ja die ganze Zeit macht. Das heißt, die erste Idee ist, wir fangen an mit dem riesigen One-Hot und pumpen den einfach durch eine Dense-Schicht durch. Ja, eine Dense-Schicht und dann haben wir eine Schicht, ich nenne sie mal die Embedding-Schicht, die ist schmaler. Also ich gehe hier zum Beispiel von einer Schicht, die ist 6 breit, ja, One-Hot-codierter Vektor, der 6 lang ist, da oben dargestellt, durch eine Dense-Schicht durch auf ein Embedding von 3. Und dann kann ich die 6 auf 3 abbilden. Wie diese Abbildung funktioniert, weiß ich nicht. Ja? Das lasse ich das neuronale Netz einfach trainieren. Das neuronale Netz soll dieses Embedding mittrainieren, mit dem restlichen Training, den es eh macht. Und das funktioniert natürlich. Ja. Das neuronale Netz kann hier das perfekte Embedding finden, viel besser, als ich mir das ausdenken könnte. Was passiert unter der Haube, wenn meine Dense-Schicht so ein Embedding rechnet? Na nun, unter der Haube passiert, dass die beiden Matrizen, dass dieser Vektor mit dieser Matrix multipliziert wird. Er wird von rechts da dran multipliziert, ja, im Sinne einer ganz stinknormalen Matrixmultiplikation. Das heißt, hier habe ich so viele Spalten, wie ich da Zeilen habe. Und mein Embedding, ich habe es jetzt mal E genannt, das ist dann nichts anderes als meine Gewichtsmatrix W mal X. Wie berechne ich das? Matrixmultiplikation. Das heißt, mal gucken, wir nehmen die 1,51 mal 0 plus die minus 0,75 mal 1 mal 0 plus die 1,72 mal 0 plus die 0,72 mal 0 plus die 1,26 mal 1. Jetzt sind wir bei der 1 angelangt und dann noch das letzte 1,11 mal 0. Ja, da unten habe ich 10 hingeschrieben. Das müssen wir ausrechnen. Und was da kommt raus? 1,26. Kann man machen. Das Ganze machen wir jetzt nicht nur für die erste Zeile, sondern für alle 3 Zeilen meiner Gewichtsmatrix. Und dann bekomme ich 3 Ergebnisse. Und die 3 Ergebnisse sind nichts anderes als mein Vektor des Embeddings. Ja, ich habe jetzt mit dieser Gewichtsmatrix, Embedding-Matrix könnte man sagen, mit dieser Gewichtsmatrix dieses Embedding erzeugt und diese 3 Werte entsprechen quasi jetzt hier meinem 5. Buchstaben zum Beispiel. Ja, ich habe hier die 5 kodiert. 0, 0, 0, 4, 0 und dann an der 5. Stelle eine 1. Beim Multiplizieren haben Sie wahrscheinlich schon gedacht, das ist ein bisschen merkwürdig. Wir multiplizieren die ganze Zeit mit 0 und ab und zu mal mit 1. Also Multiplikation mit 0 sollten wir uns eigentlich sparen können, Multiplikation mit 1 eigentlich auch. Und wenn man sich mal ein bisschen anguckt, was da eigentlich steht, dann sehen wir, unser Ergebnis ist 1,26, 0,22 minus 0,93. Das kommt dadurch zustande, dass an der Stelle, an der 5. Stelle, der 5. Summand hier, der wird mit 1 multipliziert. Alle anderen fallen weg, weil da immer 0 ist. Das ist natürlich, weil es mal 1 ist, ist es nichts anderes als genau die Spalte von der Matrix. Und zwar genau die 5. Spalte von der Matrix. Das heißt, mein Vorschlag für Sie, das besser zu machen als mit One-Hot-Codierung, wäre, lassen Sie doch, also anstatt jetzt herzugehen und zu sagen, ich will eine 5 codieren, oh, dann mache ich diesen One-Hot-Vektor, dann multipliziere ich diesen One-Hot-Vektor mit dieser Matrix und dann bekomme ich mein super tolles Embedding hier raus. Könnten Sie auch sagen, ich lasse die One-Hot-Codierung einfach bleiben. Ich nehme gleich die 5 und ich rechne gar nichts, sondern ich schreibe einfach, nimm doch die 5. Spalte meiner Matrix. Und das ist nichts anderes als das Embedding. Ja, also das Embedding steht schon drin in der Matrix. Es ist nämlich einfach die so und so viele Spalte. Im Helferlein-Paket ist genauso die Embedding-Schicht auch implementiert. Ja, man kann sich einen Layer definieren, einen Embedding-Layer. Der kriegt als Input eine Integerzahl und der spuckt als Output aus die Spalte der Gewichtsmatrix, die durch die Integerzahl adressiert wird. Fertig. Damit ist Embedding getan und Sie brauchen kein One-Hot und Sie brauchen nichts multiplizieren und gar nichts machen. Ja, also als Gedankenexperiment ist One-Hot eine feine Sache. Letzten Endes steckt die Multiplikation mit dem One-Hot-Vektor natürlich dahinter, aber tatsächlich machen müssen wir das natürlich nicht, sondern tatsächlich implementieren werden wir den Embedding-Layer auf die Art und Weise, indem wir einfach die Schichten nehmen. Ich denke mal, dass ich auf der nächsten Folie genau die Implementierung in Julia drauf habe, so wie es im Helferlein-Paket drinsteht. Ja, das ist die Embedding-Schicht. Die wird initialisiert, genauso wie ein Dense-Layer. Ich brauche die Matrix, logischerweise. Aber da wird nichts multipliziert, sondern die Implementierung ist einfach, gib einfach die entsprechende Spalte zurück und fertig. Ja, ich habe noch hingeschrieben, ja, man muss vielleicht mal aufpassen, ob das x wirklich ein Integer ist. ja, das könnte mal sein, je nachdem wie mein Input aussieht, dass vielleicht sich da die Matrix nicht mit dem Input adressieren lässt. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Man muss wissen, dass ein Embedding Layer so aussieht, so implementiert ist, damit man auch immer das Richtige oben reinsteckt. Aktivierungsfunktion nimmt man typischerweise beim Embedding keine. Das heißt, rückwärts gedacht, und man zurückgedacht, rückwärts gedacht heißt es einfach, dass unser Originalvektor ist nichts anderes als die Linearkombination aus dem hier, und das hier sind die Koeffizienten dazu. Ja? Und da braucht man eigentlich keine Aktivierungsfunktion dazu. Bringt im Normalfall auch nichts. Ja? Vielleicht gibt es mal ein Beispiel, Sie können es mal ausprobieren. Ich habe es vorgesehen, dass man eine Aktivierungsfunktion mit dazu eingibt, aber normalerweise braucht man sie nicht. Das ist unser Embedding. Okay, jetzt wissen wir, wie wir die Buchstaben da reinfüttern, nämlich wir geben den ASCII-Code mit rein und embedden den einfach. Das Ganze funktioniert so schön, dass man das sogar mit dem ASCII-Code im Prinzip machen kann. Ja, effizient wäre es natürlich zu sagen, ja, wir ziehen vielleicht den kleinsten Code ab und irgendwie nehmen ASCII-Code beginnend von 0 oder von 1 bis 52. Aber das ist eigentlich gar nicht nötig. Wir packen einfach den ASCII-Code rein. Dann wird unsere Embedding-Matrix ein bisschen größer. Die Spalten, die wir nie brauchen, die werden ja gar nicht angefasst. Die stehen halt da und fressen uns ein bisschen Speicher. Das ist aber nicht so viel. Insofern können wir da einfach direkt die ASCII-Codes reinstecken. Das funktioniert. Gut, jetzt können wir loslegen. Gut. Wie sieht also unser neuronales Netz aus für unsere Namenserkennung? Ja, Sie erinnern sich an den Datensatz. Viele Namen von verschiedenen Sprachen und wir wollen unser neuronales Netz darauf trainieren, dass es erkennt, in welcher Sprache, zu welcher Sprache ein bestimmter Name gehört. Wir bauen dazu ein rekurrentes Netz. Rekurrente Netze sind von sich aus sehr einfach, weil wir einfach nur wenige direkte, hintereinander gehängte Schichten haben. Also wir haben unseren Input, das sind unsere ASCII-Codes. Wir schieben das durch den Embedding-Layer, dann kommt irgendein schmaleres Embedding raus. Ich habe zum Beispiel 32 genommen. Ja, das sind 56 Buchstaben, das sind 32 bestimmt genügend als Embedding. Dann brauchen wir eine Dense-Schicht, nur eine einzige, mehr möchte ich nicht haben. Und als Output machen wir eine Klassifizierung, das heißt, da kommen meine Sprachen. So viele wie ich Sprachen habe, habe ich Output-Neurone und mache einen normalen Klassifizierer da unten dran. Ja, soweit, so gut. So könnten wir einen Buchstaben machen. Ja, ein Buchstabe kommt, wird embedded, wird über die Dense-Schicht klassifiziert. Macht natürlich nicht viel Sinn, weil ein Buchstabe gehört nicht zu einer bestimmten Sprache. Wir machen ein rekurrentes Netz daraus. Das sieht Jordan, Elman, Stil, ja, fast gleich aus. Ich habe meine Embedding-Schicht, ich habe meine Kontextneurone, die habe ich mal Memory genannt, ist anschaulich. Ja, das sind meine Kontextneurone, diese Jordan-Elman-Neurone. Die müssen irgendwie initialisiert werden, vielleicht mit 0 am besten. Ja, die initialisiere ich mal mit 0. Dann nehme ich mein Embedding, also meinen eigentlichen Input, konkateniere den, also pack das Memory hinten dran. Und dann geht beides zusammen durch meine Dense-Schicht durch. Ich nehme jetzt aber nicht die Output-Dense-Schicht, die habe ich hier Dense-to-Out genannt, sondern ich nehme eine zweite Dense-Schicht, eine andere, Dense-to-Memory, ja. Nehme die Dense-Schicht und der Output der Dense-Schicht ist mein Memory. Warum nehme ich da eine andere? Weil hier habe ich diese Dense-to-Out-Schicht, die hat ganz klar meine begrenzte Zahl an Klassen, die ich für den Output brauche. Wenn ich 5 Sprachen habe, habe ich hier 5 Outputs. Während mein Memory muss vielleicht größer oder kleiner sein. Ich will da frei sein, ich will da unabhängig sein. Deshalb nehme ich hier eine zweite Dense-Schicht, damit ich hier unabhängig bin mit der Zahl meiner Kontextneuronen. Also, ich nehme ein A, embedde das, dense ins Memory. Jetzt kommt mein B, das wird embedded. Das Memory, das aus dem A entstanden ist, kommt wieder zu. Beides zusammen geht wieder durch die Dense-Schicht und geht wieder ins Memory. Dann kommt wieder das kleine A, wird embedded, Memory kommt dazu, beides zusammen durch die Dense-Schicht ins Memory. Dann das T und so weiter, bis zum letzten Buchstaben. Wenn ich beim letzten Buchstaben bin, dann schalte ich um und gehe auf mein Dense to Out. Das heißt, da kommt mein E hier rein, da kommt das Memory vom letzten Mal, vom letzten Durchlauf mit dazu. Jetzt gehe ich aber eben nicht durch die Dense-Schicht wieder ins nächste Memory, weil das brauche ich nicht mehr, ich bin ja fertig. Jetzt gehe ich zum Output und mache den Output. Also, implementieren, wir werden nachher sehen, wie man es implementiert, muss wahrscheinlich eine Schleife sein. Ja? Ich muss über alle Buchstaben drüber iterieren und jedes Mal das Memory neu machen. Wie kann sowas trainiert werden? Naja gut, technisch ist es einfach, weil ich habe Autograd. Das heißt, ich lasse einfach, während die ganze Schleife läuft und wieder hier im Kreis rumgeht, lasse ich einfach Autograd mitrekorden. Und dann weiß Autograd genau alles, was gemacht wurde und macht das Backpropagation, wie es soll. Wie kann man sich das vorstellen, was da passiert? Wir machen Unrolling, das heißt Backpropagation Through Time. Und ich habe es Ihnen mal hier aufgemalt. Ja, oben ist nochmal das neuronale Netz, so wie es eigentlich aussieht. Und jetzt habe ich hier Unrolling gemacht. Ich habe es aufgerollt in der Zeit. Ja, das ist der letzte Zeitschritt hier, der letzte Buchstabe kommt rein. Wir machen ja, wir gehen rückwärts jetzt, ja, weil wir Backpropagation machen. Der letzte Buchstabe kommt rein. Embedding, die beiden werden zusammengefasst. Ich habe es mal hier nur wegen Platz zusammengeschoben. In Wirklichkeit sind die einfach hintereinander gehängt. Geht dense, geht zum Output. Jetzt kommt die Verknüpfung zum letzten Zeitschritt über meine Gewichtsmatrix. Von meinem Dense-to-M-Gewichtsmatrix auf den letzten Inputvektor. Ja, da ist wieder das Memory drin und wieder der Input übers Embedding zum T. Über das Memory komme ich wieder zurück auf den Zeitschritt davor. Und ich komme wieder zurück auf den Zeitschritt davor. Ich komme wieder zurück auf den Zeitschritt davor. Und Sie sehen natürlich, das kann ich mit Backpropagation natürlich trainieren. Das ist ein ganz normales Backpropagation. Ich habe Dense-Schichten hier drin, die nacheinander kommen, Der einzige Unterschied ist, ich habe mehrere Endstellen hier oben, ist aber auch kein Problem. Dann hat das Backpropagation einfach mehrere Endpunkte, an denen es ankommt. Gar kein Problem. Und ich habe natürlich die Skurrilität, dass das orangefarbene hier immer ein und dieselbe und sogar nicht nur ein und dieselbe, sondern sogar die gleiche Gewichtsmatrix ist. Das heißt, wenn ich hier meine Gewichte aktualisiere, dann aktualisiere ich nicht nur die, sondern aktualisiere ich gleichzeitig alle. Ja, wenn ich die nächste aktualisiere, aktualisiere ich wieder alle. Es sind immer alle, die ich aktualisiere. Was ich benötige, sind diese Inputs hier. Die muss ich mir gemerkt haben, während meiner Schleifen durchlaufen. Also, so kann man das Ganze mit Backpropagation Through Time sehr schön und einfach implementieren und sich auch, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie das funktioniert und ja auch verstehen, dass es funktioniert. Und deshalb funktioniert es auch mit dieser einen Schicht, ja, ein relativ, doch gar nicht so einfaches Problem, die Sprache zu erkennen. Mit nur einer dünnen Schicht, ja, das geht. Weil das neuronale Netz in Wirklichkeit ja doch relativ tief ist. Es ist so tief, wie der Name lang ist. Und zwar, auch das interessant, es ist unterschiedlich tief, je nachdem, wie lang die Zeichenkette ist, die reingegangen ist. Wenn ich einen langen Namen habe, bin ich oft im Kreis rum und damit wird dann mein neuronales Netz tiefer. Wenn ich einen kurzen Namen habe, wie hier, dann ist das neuronale Netz eben nicht so tief. Aber das ist alles kein Problem, das macht Autograd alles für mich. Backpropagation hat damit tatsächlich kein Problem. So kann man das trainieren. Jetzt probieren wir vielleicht mal aus, Wenn ich mal wieder scharf werde, dann probieren wir vielleicht mal aus, ob das auch funktioniert. Und zwar habe ich eine Beispiellösung gemacht, natürlich mit Hilfe vom Helferlein-Paket, damit ich nicht so viel schreiben muss. Und natürlich in Julia, damit es schön einfach hingeschrieben wird. Das können Sie aber ganz genau gleich mit jedem anderen Framework auch machen. Ja, nur in unserem selbstgebauten Framework sieht man am besten, was geht, wie es funktioniert. Und wenn Sie es da können, dann können Sie es mit TensorFlow und mit PyTorch auch. Andersrum nicht. Deshalb dürfen Sie in der Vorlesung das lernen, wo Sie einfach am meisten lernen. Schauen wir uns an. Ich gehe mal in den Computer. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar ein kleines Julia-Projekt, damit es nicht ganz so lange dauert mit dem Eintippen. Das Paket Revise brauche ich jetzt nicht. Zum Entwickeln ist das Paket Revise ziemlich genial. Das kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Das Paket Revise schaut bei jedem Symbol, das Sie verwenden, ob sich seit der letzten Verwendung der Quellcode geändert hat. Und wenn ja, dann lädt es den neuen Quellcode und kompiliert nochmal neu. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Paket entwickelt oder Module entwickelt, dann kann man an beliebiger Stelle den Code ändern, Dateien ändern und muss das nicht mal neu laden, sondern sobald man ein Symbol ausführt, eine Methode ausführt, schaut Revise automatisch nach, ob sich da vielleicht der Quellcode geändert hat und nimmt immer den aktuellen. Das ist ziemlich, also wenn man Pakete entwickelt, ist es ziemlich genial. Wir brauchen CUDA, weil ich prüfen will, ob eine GPU vorhanden ist oder nicht. Wir brauchen Random, weil ich meine Daten zufällig permutieren will. Ich habe hier noch das Paket FilePathBase mit reingenommen, weil man mit dem relativ schnell Listen von Dateien erstellen kann. Das geht schneller als mit, also einfacher als mit anderen Paketen. Man könnte es auch anders machen. Es gibt mittlerweile in Julia auch, wie ähnlich wie in Python, immer 1000 Möglichkeiten, dasselbe zu tun. Die MLDataUtils, um mit Daten umzugehen, also Splitten von Training- und Testdatensatz zum Beispiel, Balancieren von Daten, kann man mit den MLDataUtils machen. Das braucht jeder, deshalb muss man das nicht unbedingt selber implementieren. Wir brauchen natürlich unser KNet-Paket und ich nehme die NNHelferleins mit dazu, damit ich nicht die ganzen Layer von Hand hier implementieren muss. Okay, dann schaue ich, wo meine Daten sind. Die sind hier unter Data Names. Gerade mal schauen, wie das aussieht. Ich habe da irgendwo ein Fenster, da ist es. Also Data Names und schauen wir mal. Data Names. Da liegen meine Dateien mit den Namen von unterschiedlicher Sprache. Und mal reingucken, was da drin steht. German, nein. Data Names German. Ja, das sind lauter deutsche Nachnamen drin. Oder Japanese. Japanische Nachnamen drin und so weiter. Ja, es sind, wie viele sind es pro Datei? Das sind etwa 1000, ja, so, das sollte so die Größenordnung sein. Also, Data Names Stamm. Insgesamt sind es 20.074 Namen in all diesen Dateien drin. Also, das sind unsere Daten in dem Verzeichnis. Ich mache mal das Fensterchen hier wieder weg, das braucht man nicht. Die Helferleins werden gerade noch kompiliert. Dann habe ich eine Utils-Datei mir angelegt. Da sind nur zwei Methoden drin, nämlich ich habe einmal LoadNames, der mir die ganzen Namen aus den Dateien in ein großes Array reinliest, damit ich das ausgelagert habe. Und ich habe einen MK-ASCII, da gibt es natürlich auch jede Menge Bibliotheksfunktionen dafür, um aus einer Zeichenkette die ASCII-Codes zu machen. Aber ich habe gedacht, vielleicht will man ja irgendwie mal was Besonderes machen. Hier zum Beispiel Ä durch AE ersetzen oder andere Ersetzereien auch noch machen. Deshalb habe ich das selbst gemacht. Außerdem ignoriere ich hier alle ASCII-Codes, die größer als 127 sind, damit wir auf 7-Bit-ASCII uns begrenzen. Denn wir machen zwar keine One-Hot-Codierung, aber wir müssen natürlich wissen, wie groß der größte Code ist, der da reinkommt, weil so groß muss unsere Embedding-Matrix sein. Wenn dann plötzlich 250 kommt und die Matrix hat keine Spalte 250, dann ist das nicht so gut. Deshalb begrenze ich das hier hart auf 128, weil bei uns der Index hier ja bei 1 anfängt, also von 1 bis 128. Okay, mittlerweile ist fertig kompiliert. Das Spielchen hier kennen Sie auch schon. Ich prüfe mit CUDA Functional, ob funktionierendes CUDA da ist. Wenn ja, dann setze ich den Typ auf Knet Array. Wenn nein, dann setze ich ihn auf Array aus Flow 32. Sie sehen hier wieder schön in Julia in der funktionalen Sprache, Typen sind auch Typen. Also es gibt einen Typ und ich kann Typen in Variablen speichern, ganz normal, wie alle anderen Variablentypen auch. Und so kann ich nachher einfach alle meine Tensoren und Vektoren vom Typ T-Type machen. Und der ist dann je nachdem, ob ich hier eine GPU habe oder nicht. Sie sehen, ich habe keine GPU. Ja, das Ergebnis hier, T-Type, ist Array of Float 32. Okay, dann hole ich mir hier die Pfade. Das ist erstmal mein Stammpfad, mein Root-Path, wo alle meine Dateien sind. Dann kann ich hier deshalb dieses Paket, weil ich über Walkpath hier direkt den ganzen Pfad iterieren kann und auch über alle Unterverzeichnisse gehe und sämtliche Dateien bekomme, die da irgendwie liegen. Dann nehme ich mein Load Names. Ja, Load Names liefert mir zurück MTRN, die Trainingsnamen. Ja, ein riesiges Array, das sind wieder die 20.074 Strings, 1074 Namen, und in CTRN müssten die Klassen sein. Genau, ja, der Vektor ist genauso lang und da steht einfach für jedes dabei, welche Sprache das ist. Alles noch unsortiert, beziehungsweise alles noch sortiert, so wie es aus der Datei kommt und durcheinander gewürfelt. Dann gehe ich durch meine Klassen durch und hole mir die Unique Classes raus, damit ich noch eine Liste meiner Klassen habe. Okay, dann habe ich ein bisschen hier rumgebastelt, in welcher Form ich mein Trainingsinput haben will, also die Y-Werte. Und ich möchte die ganz gerne haben, YTRN, genau so, wie sie hier aussehen. Ja, jedes in einem Array. Sie werden nachher sehen, warum. Man könnte auch einfach natürlich einen Array aus Integers nehmen, aber ich möchte das nachher parallel iterieren und das ist so günstiger. Also ein Array aus Arrays ist es hier. Ja, also ausnahmsweise mal kein Tensor, sondern ein Array aus Arrays, so wie es zum Beispiel in Java ja immer ist. Genau. So, jetzt nehme ich mein MK-ASCII. Wende das an, elementweise mit dem Broadcast-Punkt hier auf alle meine Zeichenketten und bekomme dann einen XTRN zurück. Und das ist jetzt nämlich ein Array aus Arrays, aus Integer-Arrays, in denen jeweils die ASCII-Codes der Buchstaben drinstehen. Ja, das war ein Name, der ist ja kurz, der hat nur 2 Buchstaben, ich weiß nicht, was das war, das sind dann längere Namen und so weiter. Und jetzt passt eben X und Y auch gut zusammen, weil Y ist genau ein Array vom gleichen Typ, auch ein Array aus Integer Arrays, und die kann ich jetzt gemeinsam verwenden. So, das Ganze ist natürlich immer noch sortiert, das heißt, ich würfle das jetzt durcheinander und da muss ich natürlich darauf achten, dass ich das alles gleich durcheinander würfle. Deshalb das übliche Verfahren ist, ich baue mir ein Vektor aus Zufallszahlen mit Randperm, also eine zufällige Permutation aller Zahlen zwischen 1 und 20.074. Und mit dem adressiere ich jetzt alle meine Vektoren, die ich habe, also die Namen, die Länder, die Klassen und die xtrn, diese hier. Ja? Das heißt, das ist jetzt alles durcheinander gemischt. Wenn wir uns jetzt anschauen, was ist lesbar? Lesbar sind die Klassen, CTRN, die müssten jetzt gemischt sein. Ja, das sind gemischt und die sind natürlich alle gleich gemischt, das heißt, da passen immer die richtigen Worte dann noch dazu. Das müssten wir jetzt bei den Namen eigentlich auch sehen. Ja, wenn ich NTRN habe, die sind jetzt auch gemischt. Ja, das sind alle Sprachen durcheinander gemischt und das passt aber hoffentlich zusammen. Ja, muss zusammenpassen, kann nicht anders sein. Gut, hier kommen die DataUtils ins Spiel. Mit Stratified Objects kann ich einen Split machen zwischen Trainingsdaten und Validierungsdaten. Da habe ich X-Valid, Y-Valid, X-Train, Y-Train und Stratified. Deshalb, weil die Häufigkeit, die relative Häufigkeit der unterschiedlichen Klassen in beiden Datensätzen ungefähr erhalten bleibt auf diese Art und Weise. Ja, jetzt habe ich also meinen Split gemacht und jetzt definiere ich noch meine Konstanten, die ich brauche. Wie viele Buchstaben habe ich? Ich habe 7-Bit ASCII, also 128 Buchstaben maximal. Ich habe, ups, das ist falsch gelaufen, ich darf das nicht markieren, ja. Ich möchte in 32 enkodieren, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber machen wir mal so. Und ich nehme mal 128 Memory-Neurone. Ja, ich habe irgendwo das Bild vom Netz hier, ja genau. Das dazu. Ja. Also das Embedding hier an der Stelle geht auf 32 Neurone runter und das Memory hier, das sind meine Kontextneurone, ist 128 groß. Und die werden dann nachher zusammengefügt. Das heißt, ich habe 160 Neurone hier zusammen, die dann Input sind für diese beiden Dense-Schichten. Gut. Mein eigentliches RNN definiere ich mir natürlich wieder als ausführbare Structure, weil das so elegant ist, machen wir das hier durchaus auch weiterhin so. Was braucht die Structure? Vielleicht kriege ich das hier mal wieder nach vorne. Ja, ich brauche einerseits mein Embedding Layer, also meine Layer brauche ich, ja. Ich brauche meinen Embedding Layer, ich brauche meinen Throughout und ich brauche meinen Dense to Memory. Und ich brauche ganz wichtig natürlich mein Memory, weil das ist ja das, was ich mir merken muss, von einem Buchstaben bis zum nächsten. Ausführen. Okay. So, dann. Kann ich das irgendwie machen? Ja, okay. Ich möchte gerne das Bildchen sehen, solange ich das hier baue. So, jetzt kann ich meine Structure bauen. Ich schreibe mir hier also einen Konstruktor. Dem muss ich alle Parameter mitgeben. Also, wie viele Buchstaben, das waren meine In-Letters da oben, wie eng soll ich es encoden, wie groß soll mein Memory sein und wie viele Sprachen habe ich, weil das definiert mir ja die Zahl meiner Output-Neuronen. Ja, das sind die Parameter, die ich einstellen will. Also, ich habe im Helferlein-Paket einen Embedding-Layer drin, dem man nur sagen muss, wie viele Letters und wie viele Buchstaben auf wie viele Stellen encodiert werden sollen. Also in Letter und in Code. Aktivierungsfunktion muss ich nicht angeben, weil die ist immer Identität hier. Dann für Dense-to-Out, das ist der Output, da habe ich eine extra Layer-Typ definiert, Predictions, das ist einfach ein Dense-Layer, der keine Aktivierungsfunktion hat. Ja, damit man das nochmal richtig als einfacher hinschreiben kann. Was hat die Dense-Schicht für einen Eingang? Ja, die ist Embed plus Memory groß, also brauche ich Encode plus Memory auf der Input-Seite, und auf der Output-Seite habe ich meine Sprachen. Ja, das ist in Languages. So, dann Dense to Mem. Das ist jetzt eine ganz normale Dense-Schicht. Die hat den gleichen Input wie oben. Halt Encode. Encode plus Memory. Und was liefert die? Die liefert Memory, also N-Memory ist die Unterseite. So, dann mein Memory muss ich irgendwie mal initialisieren. Also das sage ich einfach Zeros, und zwar vom Typ Flow 32 in okay, jetzt schaue ich noch, ich könnte es eigentlich mit dem T-Type machen, ja, ist egal, okay. Jetzt schaue ich noch, ob ich ein funktionierendes CUDA habe, und wenn ja, dann mache ich daraus noch eine Carnet-Array, und wenn nicht, dann lasse ich, wie es ist. Und dann gebe ich zurück, das ist der Standardkonstruktor, da muss ich die Parameter genau in der Reihenfolge angeben, wie sie in der Structure definiert sind. Also Embed, Dense to Out, Dense to Memory, und die habe ich alle definiert. Also das 3 sind Layer, neuronale Netzlayer, und das 4. ist das Memory, das gespeichert wird. Führen wir aus, funktioniert. So. Jetzt haben wir unseren Typ, den habe ich NNHelm genannt, also Language, Model, Elman, Jordan, Like, Network, irgendwie so etwas. Und was wir jetzt als nächstes bauen, ist unsere Signatur, also sprich unsere Funktion, die ausgeführt werden soll, wenn ein Objekt dieses Typs ausgeführt wird. Und zwar aufgerufen wird mit einem Wort, mit einem Namen. Das ist in der Sprechweise zum Beispiel von PyTorch wäre das die Forward-Funktion, ja, die Funktion, die ausgeführt wird, wenn einmal vorwärts propagiert werden soll. Also den Rumpf habe ich schon mal hingeschrieben, und rechts habe ich Ihnen nochmal unser neuronales Netz hingemalt in der Übersicht. Also, wir fangen an mit dem Input. Das ist ein Wort, also ein Vektor aus Integerzahlen, der wird aufgespaltet einzeln in die einzelnen Buchstaben, also in die einzelnen Integers, dann wird embedded, dann wird hier im Kreis rum das rekurrente Netzwerk betrieben, und am Ende soll es über die zweite Dense-Schicht an den Output gehen. Also, als erstes initialisieren wir unsere Memory, das mache ich einfach genauso wie da oben. Und sag auch gleich nochmal CUDA Functional, genau, das gleiche nehmen wir. Ja, CUDA Functional. Dann macht eine Carnet-Array daraus, weil das Training dieser Dinger ist relativ langsam, und nach Möglichkeit gehe ich damit natürlich auf die GPU. Warum muss ich das hier nochmal hinschreiben? Verdoppelt sozusagen. Initialisiert ist das Memory ja schon, aber ich muss das Memory jedes Mal neu initialisieren, wenn ein neues Wort kommt, logischerweise. Wenn ich das nicht mache und ich trainiere mehrere Namen nacheinander, dann würde ich ja über das Memory Informationen vom letzten Namen in den nächsten Namen rübernehmen. Das geht natürlich nicht. Ich muss jedes Mal, wenn ich den wenn ich neue Namen anfange zu trainieren, muss ich auch das Memory zurücksetzen. Und deshalb setze ich das Memory wieder auf 0. So, dann brauche ich mein EM, das ist der konkatenierte Vektor, Embedded und Memory. Da muss ich nur die Variable hier mal vordefinieren, denn wenn ich die in der Schleife definiere, klar, die Schleife ist ein Block, dann gibt es die Variable nur innerhalb des Schleifenblocks. Und da ich dann nachher aber außerhalb des Schleifenblocks darauf zugreifen will, muss ich die außen schon mal bekannt machen, dass es die gibt. Gut. Das heißt, wir spalten jetzt unseren Namen auf in die einzelnen Buchstaben. For x in Word, das sind jetzt die einzelnen Characters, beziehungsweise als ASCII-Code Integer dargestellt. Und den muss ich als erstes mal embedden. Dazu habe ich einen Layer und den kann ich direkt nehmen. Also ich sage einfach lnn.embed mein x. Was ich mal sicherheitshalber mache, ich schreibe da mal noch einen Vektor drumherum, um sicher zu gehen, dass da auf jeden Fall ein Vektor rauskommt. Okay, jetzt habe ich mein Embedding. Ich habe ein initialisiertes Memory, da stehen zwar nur Nullen drin, aber es ist initialisiert und jetzt kann ich die zusammenhängen. Also sage ich em gleich vcat, ein vertikales Cat. Vektoren, eindimensionale Vektoren sind Spaltenvektoren, also hänge ich die beiden untereinander mit dem vertikalen Cat, und zwar das Embedding, das ich gerade erzeugt habe, und mein Memory. Jetzt bin ich hier, ja, diesen Vektor erzeugt. Jetzt kommt mein eigentliches Training, das heißt, ich gehe durch diese interne Dense-Schicht durch und erzeuge ein neues Memory. Also mein Memory neu ist nichts anderes als meine Dense-Schicht, rnn.dense2mem habe ich die genannt, und als Input nehme ich meinen konkatenierten Vektor em. Das ist mein rekurrentes Arbeiten vom neuronalen Netz. Ja, das geht so lange immer wieder und wieder und wieder, solange noch ein Buchstabe im Wort ist. Wenn ich keinen Buchstaben mehr im Wort habe, dann bin ich hier fertig. Dann muss ich hier umschalten, nicht mehr hier die Schleife gehen, sondern schleife mich aus und gehe nach außen über die zweite Dense-Schicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier, berechne meinen Output über die zweite Dense-Schicht, rnn.dense2out. Da muss mein konkatenierter Vektor rein, also em. Ja, jetzt sehen Sie, warum ich den außerhalb der Schleife gebraucht habe. Und das ist es. Ja, und das gebe ich dann zurück, return mein Output. Ausführen, fertig. Ja, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen als nächstes natürlich jetzt noch eine Loss-Funktion. Ich verwende wieder ganz normal, wie Sie schon kennen, die negative Log-Likelihood, die Kreuzentropie, und mache mir hier einfach eine zweite Signatur dazu, die nicht mit einem Argument aufgerufen wird, sondern mit zweien, und dann soll das zweite der Teaching-Input sein und es soll zuerst das Vorwort ausgeführt werden und dann die Kreuzentropie berechnet werden. Das sollte funktionieren, das ist das, was wir schon immer genauso machen. Jetzt kann es losgehen. Jetzt kann ich, glaube ich, den hier mal wegmachen und dafür uns hier wieder eine Rappel herholen. Show Rappel, ja, Show. Damit wir sehen können, was da passiert. Also, ich erzeuge mir jetzt mal so ein Objekt. Nenne es RNN. Wie sieht das aus, das Objekt? Ich habe, da oben schauen, ja, diese Elemente drin. Das ist meine Embedding-Schicht. Sie sehen, da ist die Gewichtsmatrix, Aktivierungsfunktion Identity. Dann kommen meine beiden Dense-Schichten, Dense to Out als erstes Dann Dense2Mem als nächstes. Und dann kommt mein Memory, und das Memory ist initialisiert mit Nullen und Float 32, weil ich hier keine GPU habe. Ja, also das ist mein Objekt. Jetzt brauche ich noch einen Trainingsdatensatz und einen Validierungsdatensatz. Die hatte ich mir vorher ja schon erstellt. Das Einzige, was ich jetzt mache, dass ich die zusammenzippe. Das heißt, ich zippe x und y zusammen. Zip ist einfach ein Wrapper-Iterator, der zwei Iteratoren nimmt und die dann wie so ein Reißverschluss ineinander verschränkt, sodass ich immer zwei Elemente bekommen, also immer ein Tupel, ein Zwei-Tupel bekommen aus Elementen. Ich kann first TRN ausführen. Ja, da steht ganz viel drin, und wenn ich sage first TRN, also das erste Element, dann sehen Sie, hier haben wir jetzt unseren ersten Namen drin in unserer Codierung. Das sind die ASCII-Codes der Buchstaben. Und das ist unser Teaching Input. Das heißt, das ist Sprache Nummer 15, was auch immer das ist. Genau, Valid müsste genauso gehen. Ja, sieht ähnlich aus. Genau. Ja. Dann können wir versuchen, mal zu trainieren. Ich benutze hier natürlich jetzt aus dem Helferlein-Paket die TP-Train-Methode, den Adam-Optimierer, weil der einfach am unkompliziertesten ist. Da muss ich nicht groß rumspielen mit Lernraten und sonst was, sondern ich probiere einfach mal zum Ausprobieren, nehme ich einfach den Adam, gebe Trainings-Validierungsdaten an, 5 Epochen werde ich wahrscheinlich abbrechen, wenn ich das hier lokal auf dem Rechner mache. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Also, TP-Train sagt mir als erstes, wie oft die Evaluierung gemacht wird. Ja, einmal pro Epoche. Das ist relativ selten, aber wir wollen ja nur sehen, ob es geht. Er sagt mir, wo ich die Logs finde für TensorBoard. Und er sagt mir, wie weit er ist. Er braucht etwa 1 Stunde 40, 1 Stunde 36 Minuten jetzt für diese 5 Epochen. So lange werden wir nicht warten. Aber Sie sehen, so funktioniert es. Ja, so einfach ist ein RNN hingeschrieben. Und ich habe das schon mal auf dem Server programmiert oder vorher und ausprobiert. Und da schauen wir uns jetzt dann gleich die Ergebnisse auch noch an. Einen Moment, ich gehe kurz auf den anderen Server. Ich öffne gerade mal TensorBoard, schauen wir uns das mal an. Ich habe da so einen kleinen File-Selektor davor gebaut, mit dem ich mir das Verzeichnis auswählen kann. Das will ich haben. Da gibt es ein paar Fehlermeldungen. Aber braucht kurz, bis TensorBoard tatsächlich die Logs gelesen hat, die ersten. Aber das Schöne ist, dass man jetzt eben hier direkt live quasi zuschauen kann. Da ist noch ein alter Log, 17:12 Uhr. Okay, das ist der neue Log, und Sie sehen, da ist jetzt noch nichts evaluiert, weil ich habe eingestellt, dass nur einmal pro Epoche die Evaluierung gemacht werden soll. Aber wir können uns den Mini-Batch-Loss anschauen. Das heißt, es ist der Loss für die einzelnen Mini-Batches, in dem Fall der Loss für die einzelnen Buchstaben überhaupt, und der entwickelt sich auch immer weiter. Ich muss den nur ab und zu mal neu laden. Man kann das auch so konfigurieren, dass er automatisch neu lädt, und Sie sehen, der Loss geht langsam runter, und jetzt können wir das hier beobachten und können schauen, wie es trainiert. Es funktioniert, es trainiert auf die Art und Weise. Damit wir hier jetzt nicht so lange warten müssen, habe ich Ihnen, ich schiebe das mal weg, habe ich Ihnen auch das schon mal vorbereitet. wie das aussieht, wenn man das länger macht. Auf Presentation gehen, okay. Ja, wenn man das länger trainiert, hier einmal zum Vergleich mit SGD, mit sehr kleiner Lernrate, 10 Epochen und Adam, 10 Epochen. Orange ist der Adam, der trainiert etwas schneller, aber SGD geht auch, das sehen Sie auch. Und hier ist wieder der Mini-Batch-Loss, der das ist keine glatte Linie natürlich, weil das von Pattern zu Pattern natürlich sich immer wieder stark unterscheidet. Und Sie sehen hier 20.000 ist etwa eine Epoche, also sind wir hier etwa bei 4,5 Epochen etwa angelangt und es geht schon runter. Wenn wir jetzt die Accuracies uns anschauen, aus dem gleichen Log raus, also auch etwa 90.000 Epochen lang, 90.000 Schritte lang, dann sind wir hier bei 80% mit Adam und etwas niedriger mit dem SGD, wobei die Kurven fallen alle noch, also sowohl der Validation Loss fällt noch, hier und hier, der Evaluation Loss, der Trainings Loss fällt noch und die Accuracy steigen auch noch, also das geht noch ein bisschen nach oben, es wird nicht mehr weit nach oben gehen, weil die Daten, die geben das nicht her. Die Namen sind nicht ganz eindeutig, ja, es gibt Namen, die es in mehreren Sprachen gibt. Es gibt Namen, die klingen, als seien sie aus einer anderen Sprache. Das ist nicht ganz eindeutig, deshalb darf man hier keine 100% erwarten, sondern ich würde eher so 80 bis 85% erwarten, was hier überhaupt der Datensatz hergibt. Und das erreicht man hier auch. Man muss eine Weile warten. Auf unserem GPU-Server ist das hier eine Dreiviertelstunde etwa gewesen, also auch nicht mehr im Sekundenbereich, obwohl es so ein kleines Netzchen für einen kleines Problem ist. Jetzt probieren wir mal aus, wie das funktioniert. Ich habe unsere Länder noch in Classes stehen, die hatte ich ja vorher isoliert. Ja, da sind sie genau, 18 Ländernamen. Und jetzt probieren wir mal, ich habe das schon mal vorbereitet. Ups. Predict LAN, ein typischer deutscher Name. Und ich gebe das einfach an die Predict Top 5 Funktion weiter als aus dem Helferlein-Paket. Und schauen wir mal, was das Helferlein-Paket sagt. Das sagt, die Top 5 Hits sind 63% Softmax-Wahrscheinlichkeit für German. Klingt gut. Ja, probieren wir mal was anderes. Was typisch Italienisches. Italienisch. Russisches klingt russisch. Also, wunderbar. Gucken, was Englisches wird auch erkannt. 99% sogar. Also, wunderbar. Ach, wir könnten noch irgendwie mal irgendwelche Politikernamen natürlich durchprobieren. Ja, Trump klingt für unser Netz wie ein deutscher Name. Gut, er kommt ja auch aus Deutschland. Okay, also, wir sehen, das funktioniert.